Es ist eine ungewöhnlich lange Pause, die der EHC Red Bull München zwischen zwei Spielen hatte. Erst 8 Tage nach dem bisher letzten Spiel geht der Alltag in der deutschen Eishockeyliga weiter. Doch bevor die Münchner ihren 2. Tabellenplatz in der Südgruppe gegen den 4. in die Schwenninger Wild Wings verteidigen, gibt es eine ganz spezielle Trainingseinheit. Der zweifache WM-Bob-Bronze-Gewinner Paul Krenz fordert den Olympiasilbermedaillenhelden Yannick Seidenberg. Das Lustige ist, heute früh in der Kabine habe ich die Jungs gefragt, weil ich gesagt habe, dass du kommst. Was meint ihr? Wer gewinnt da? Und wir konnten es überhaupt nicht einschätzen, auch die Fitnesstrainer von uns nicht. Wettbewerb Nummer 1, Schubkrafttest. Schlittschuhe gegen Spikes. Klare Sache für den Bob-Anschieber. Wettbewerb Nummer 2, Sprint. Über 45 Meter wird der Schnellere gesucht. Hier zeigt das Bob-Kraftpaket, dass er es auf ca. 40 km/h schafft. Hab schon gedacht, dass du am Start schneller bist, aber dann habe ich gedacht, dass ich aufholen kann, aber da bräuchte man eine längere Distanz. Sieg im Eisduell für Paul Krenz. Natürlich aber mit Spikes statt auf Schlittschuhen. Zu einer Probefahrt im Bob wollen sich die beiden wiedersehen. Zuvor kehrt für Yannick Seidenberg und den EHC Red Bull München der Alltag zurück. Und der heißt Heimspiel am Dienstag gegen die Schwenninger Wild Wings.